Frau Dorn. Ja, nur simulieren im Augenblick. Ja, herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Gäste, liebe Medienvertreter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich heiße Sie namens der Fraktion der Freien Demokraten sehr herzlich willkommen zu unserer Veranstaltungsreihe Neuzeitstimmung. Heute könnte man auch sagen, das philosophische Quartett an früheres Qualitätsfernsehen erinnert. Ich darf mich an dieser Stelle zunächst einmal bei den Gastgebern bedanken, also dem Team des Tipi, nämlich Holger Klotzbach, Tom Ernst und Susan Rauch. Vielen Dank für die tolle Atmosphäre, die Sie hier für uns ermöglicht haben. Ich möchte heute mit hochkarätigen Gästen einer Frage nachspüren, die mich zumindest seit einiger Zeit bereits beschäftigt, nämlich die nach dem Verhältnis von Individuum einerseits und dem Kollektiv oder den Kollektiven auf der anderen Seite. Sicher, wir sind in einer Zeit der Individualisierung, bisweilen spricht man von der Fragmentierung der Gesellschaft. Die Vielfalt der Lebensentwürfe können wir jeden Tag in Berlin besichtigen. Und auf der anderen Seite haben wir neue Kollektivvorstellungen in der Politik. Über völkische Kollektive wird gesprochen. Es gibt eine Art von Lebensstilkonkurrenz, wir gegen die aufgrund des Klimaschutzes. Es wird gesprochen über Enteignungen am Wohnungsmarkt. Und man hat das Gefühl, irgendwann gibt es ein Ideal von Menschen, die bewegen sich irgendwie in der Abhängigkeit des Staates als Mieter, beziehen eine von der Politik festgelegte Grundrente, haben aber ansonsten kaum mehr individuelle Unabhängigkeit im Denken und auch keine wirtschaftliche Unabhängigkeit mehr. Und über genau diese Fragen möchte ich sprechen mit einer Referentin und zwei Referenten, die ich persönlich auch über die Literatur schon länger verfolge. Ich fange an mit dem, den ich am allerlängsten lese, nämlich mit Peter Sloterdijk, Professor Peter Sloterdijk, der mit seiner Kritik der zynischen Vernunft 1983 sicherlich ein epochemachendes Werk vorgelegt hat. Da wir hier bei der FDP sind, will ich jetzt nicht im Einzelnen auf die Kritik der zynischen Vernunft eingehen, sondern auf eine neuere These, nämlich die von der nehmenden Hand und der gebenden Seite, als nämlich Herr Sloterdijk vor wenigen Jahren vorgeschlagen hat, und das passt im Grunde auch zur Agenda der FDP in dieser Sitzungswoche des Bundestages, er hat vorgeschlagen, man müsste Steuern als Zwangsabgaben eigentlich nach und nach durch freiwillige Bürgerspenden ersetzen, weil erst dadurch die mechanische Solidarität durch wirkliche Bürgersolidarität ersetzt werden könnte. Was für eine sympathische Position. Dann ist hier Thea Dorn, studierte Philosophin und Theaterwissenschaftlerin, schrieb preisgekrönte Romane, Theaterstücke, Drehbücher und Essays, zuletzt eine Streitschrift, da kann man das so sagen, Deutsch nicht dumpf, ein Leitfaden zum Patriotismus, ich sage mal zu einem liberalen Patriotismus, und sie identifiziert, und das ist das Spannende an dieser Streitschrift, auf der einen Seite einen übertriebenen Individualismus, identitätslose, kosmopolitische Nomaden auf der einen Seite, und sie empfiehlt dafür eine Form der Heimat als Identitätsstiftung. Liebe Frau Dorn, vielen Dank dafür, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Und hier ist Professor Andreas Rödder. Er ist Professor für neueste Geschichte und internationale Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der
Universität Mainz. Er hat zuletzt ein interessantes Plädoyer vorgelegt, Konservativismus oder Konservativ 21.0. Er plädiert für einen liberalen Konservativismus und empfiehlt uns eine Form auch der Bindung in einer Leitkultur. Jetzt muss man zu seinem eigenen Leitwesen noch hinzufügen als Disclaimer, dass er CDU-Mitglied ist. Und er war sogar Mitglied im Schattenkabinett von Julia Klöckner in Rheinland-Pfalz. Das hat die FDP leider dann durchkreuzt. Aber umso großzügiger von Ihnen, dass Sie trotzdem zu uns gekommen sind. Lieber Herr Reuter, vielen Dank. Lieber Herr Sloterdijk, im vergangenen Jahr wurden Sie im Schweizer Fernsehen interviewt und in diesem Interview sagten Sie, dass die Menschen nicht mehr mit der Zumutung, ein Individuum zu sein, zurechtkämen. Was bedeutet das? Freiheit ist ursprünglich als Freiheit von Fremdherrschaft konzipiert gewesen. Der Begriff kommt von den Griechen her, die sprechen von Eleutheria und meinen damit, dass man Grieche nur sein kann aufgrund von zwei Sachverhalten. Einmal, dass man sich gemeinsam die Geschichten von Personen oder von Männern erzählt, die aus dem Trojanischen Krieg heimgekehrt sind. Und zweitens, dass man sich daran erinnert, dass Griechen zweimal persische Invasionen zurückgeschlagen haben. Das ist die Sache von Marathon und die Seeschlacht von Salamis. Die Demokratie ist entstanden aus dem Bedürfnis aus Bauern und Rittern, Ruderer zu machen. Denn in der Flottenpolitik des Themistokles fehlten 14.000 Ruderer, die diese Triremen voranbringen konnten. Also der Ursprung der Demokratie liegt sachlich gesehen in einer militärgeschichtlichen Innovation. Eine Landmacht musste sich als Seemacht neu formieren und hat daher auch politische Schichten in den demokratischen Prozess einbezogen, die vorher dort nicht beteiligt waren. Also ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte bis heute durchgehend erzählen. Ich will nur darauf hinweisen, dass das die Verlegenheit, ein Individuum zu sein oder ein in der politischen Mitbestimmung mitzuwirken, sich am Anfang darin ausgewirkt hat, dass man bereit sein musste, für das Vaterland zu rudern. Dabei waren die Ansprüche an Individualisierung noch relativ gering. Höher waren sie schon, wenn man in das Richtergremium hineingewählt worden war, wo 500 Personen über Nacht zum Laienrichtern provoziert worden sind und mussten ohne jede juristische Ausbildung und ohne zweite Instanz über alle möglichen Dinge zu Gericht sitzen, wobei sich herausgestellt hat, dass die Demokratie die streitlustigste Staatsform war, die bisher auf der Erde gesichtet worden ist. Ja, die Griechen waren, und deswegen brauchten sie auch so viele Rhetoren und Rechtsanwälte. Nicht? Aber es ist die erste Advokatokratie der Geschichte. Wenn man dann über das Christentum einen großen Sprung hinweg macht, das ja von der Vermutung ausgeht, dass in jedem Individuum ein göttlicher Funke lebt, kommen wir dann in das 20. Jahrhundert mit der Zumutung, dass jeder nicht nur seines Glückes Schmied ist, sondern auch der Designer seiner Erscheinungsform in der Gesellschaft. Und vor diesem Design, diesem Selbstdesign-Auftrag scheitern die meisten Menschen, weil die Modelle zu anspruchsvoll geworden sind. Deswegen verbreitet sich in einer Demokratie modernen Typs eine prädepressive Stimmung. Vielleicht nicht
bei den Freien Demokraten. Erstens, weil sowieso fast alle Designer liberal wählen und daher selbst designerisch begabter sind als andere Personen. Das wird von vielen anderen als Talent zum Egoismus missverstanden. Es ist aber eigentlich nur Medienkompetenz. Ja. Frau Dorn, wie meinten Sie das mit den kosmopolitischen Nomaden aus dem Prenzlauer Berg? Das kommt, glaube ich, so bei mir nicht vor. Der Prenzlauer Berg war von mir, ja. Ja. Nein, das ist ja auch nur ein Teil der Wahrheit. Ich will jetzt den Abend hier um Gottes Willen nicht altphilologisch kapern, aber man sollte, wenn man über Individuum redet, dann doch auch sich erstmal daran erinnern, dass das natürlich erstmal das Wort für das Ungeteilte, das Individuum ist. Sprich, da steckt irgendwie diese großartige Idee dahinter, dass wir, wenn wir von uns reden und ich sagen, dass das irgendwie so eine Einheit, dass das eins ist. Und das klingt für uns vollkommen banal, aber wenn man sich zum Beispiel klar macht, dass es in den fernöstlichen Sprachen hochkomplex ist, dieses banale Wörtchen Ich überhaupt auszudrücken, weil es in diesen Sprachen zwar schon Konstruktionen gibt, mit denen ein Mensch sich bezeichnen kann, wenn er von sich redet, aber das hat überhaupt nicht die Dominanz und Prägnanz, wie wenn wir in der westlichen Kultur das Ich sagen. Deshalb steckt da, glaube ich, schon die ganze Krux drin. Weil was fange ich jetzt mit diesem Abenteuer an, dass wir im Westen beschlossen haben, wir schreiben dieses Ich mit großem I? Heißt das jetzt, was ist das dann? Ist dieses Ich, weil das ist ja erstmal die viel normalere Form, wenn man sich in der Welt umguckt. Der Einzelne definiert sich in Bezug auf die Gemeinschaft, in der er groß wird. Das scheint eigentlich erstmal die dem Menschen üblichere Existenzform zu sein, was wir immer gerne vergessen, weil wir im liberalen Westen ja irgendwie immer noch diesem Irrtum aufsitzen, dass unsere Form die normale sei und die anderen irgendwie merkwürdig hinterherhinken und es noch nicht begriffen haben. Ich glaube, wir sollten uns klar machen, wir sind der Freakfall der Menschheitsgeschichte. Ein extrem erfolgreicher, aber wir sind die merkwürdige Ausnahme. Und in diesem Ich und steckt jetzt eben drin, muss ich große Introspektion machen, in mich hineinhorchen, in mich hineinschauen, also das gute alte griechische Erkenne dich selbst zelebrieren. Kann ich mich überhaupt nur erkennen, wenn ich regelmäßig nach draußen gucke, in die Welt gehe und dann darüber gespiegelt auch was über mich begreife, dann eben, was in diesem Individuum steckt, dieser komische Anspruch, schon Michel de Montaigne hat vor knapp 500 Jahren festgestellt, dass das alles Quatsch ist, von diesem Ich mit großem I zu reden, der sagt, wenn er über sich und den Menschen nachdenkt, dann entdeckt er einen Flickenteppich, einen wild zerfetzten Flickenteppich. Ja, wo ist denn da das große Ich? Das sind die unterschiedlichsten Interessen, Bestrebungen, Begierden, Wünsche, Vorstellungen, heute so, morgen so. Und ich glaube, dass wir, und das musste jede Epoche im Westen für ihre Zeit anders definieren, dass wir heute es tatsächlich höchst problematisch haben, und damit komme ich jetzt auch in einer gewissen Weise zu dem von Ihnen angesprochenen Kosmopolitismus. Wenn wir Ich sagen, was wir permanent tun, weil auf eine paradoxe Weise erleben wir gleichzeitig eine komplette Verkultung des Individualismus, des Ich, des Narzissmus, vor allem natürlich durch soziale Medien, und gleichzeitig eine, wie ich vermute, extreme Aushöhlung dessen, was ein Individuum mal im aufgeklärt abendländischen Sinne war. Und deshalb ist es ja auch nur noch völlig unklar, spiele ich in dieser Welt am besten mit, indem ich eben möglichst jeder Mode zum Beispiel hinterherrenne, ganz um den ganzen Globus. Die da Halt schreien, verhärten sich, also weil die andere Hälfte meines Arguments haben Sie eben unterschlagen, Herr Lindner. Also für mich ist das Problem eher, wir haben heute Journalist. So eine Verklärung dieses, aus meiner Sicht eben eher zum Oberflächlichen, also kein wirklicher neugieriger Kosmopolitismus, sondern so ein Lifestyle-Kosmopolitismus. Auf der anderen Seite erleben wir aber natürlich genauso eine dumpfe Verhärtung zu einem identitären Idee, wo das Ich als Individuum auch nicht mehr wirklich vorkommt, sondern nur noch sich erklären lassen soll über seine Bluts- oder Volkszugehörigkeit. Das erleben wir ja auch. Und die Kunst oder die gelingenden Individuen in der Geschichte der westlichen Kultur des Abendlandes und damit auch Deutschlands war immer, wo das Ich zu einem interessanten Knotenpunkt zwischen dem da draußen, der Welt, der Gesellschaft und dem eigenen wird. Und das ist eine hochkomplexe Kulturtechnik, die einen immensen Grad an Bildung, an geistiger, charakterlicher Freiheit auch voraussetzt. Und da bin ich ein wenig skeptisch, ob wir da heute noch auf der Höhe des Problems sind.
Herr Röder, Sie sprachen davon, ohne Leitkultur, ohne allgemein geteilte Vorstellungen von falsch und richtig könne keine Gesellschaft überleben. Und wenn wir jetzt vor dem Hintergrund Individuum und Kollektivismus und die These vorlegen, will ich einfach meinen Eindruck schildern. Ich sehe auf Instagram ganz viele hochindividuelle Menschen, die aber irgendwie total gleich sind. Es sind alles schöne, scheinbar reiche und gesunde Menschen, die fortwährend im Urlaub sind, total individuell, aber irgendwie sind alle auch total gleich, weil sie sich definieren als Angehörige der Gruppe der Veganer zum Beispiel und das zu einer Art Lebenseinstellung machen. Das heißt also, haben wir nicht viele Leitkulturen bereits heute oder gibt es nicht bereits eine solche Leitkultur der Oberflächlichkeit? Also das, was Sie gerade sagen, zeigt mehreres. Erstens, dass Sie offensichtlich viel auf Instagram unterwegs sind, was ich nicht tue. Zweitens erinnert, erinnert mich Ihr Befund an die Ecke für individuelles Wohnen im Möbelhaus. Individuelles Wohnen haben hier alle in der Siedlung. Und was Sie beschreiben, ist, glaube ich, mehr diese Aufspaltung der Gesellschaft in Filterblasen. Denn die mit den drei Tagebärten, die vegan essen und Englisch sprechen, auf dem Prenzlauer Berg, um auf Frau Dorn zurückzukommen, sind ja nur eine Gruppe und auch nur eine relativ kleine. Ich glaube, das ist mehr das Problem der Filterblasen. Es ist noch nicht so sehr das Problem der Leitkultur. Leitkultur ist ja ein toxischer Begriff, weil der Begriff aufgekommen ist im Zusammenhang mit deutscher Leitkultur und dann immer die Frage ist, was ist eigentlich deutsch? Über diese Frage kann nicht nur Frau Dorn, aber insbesondere Frau Dorn ganze Bücher schreiben. Ist auch eine sehr schöne und sehr interessante Frage, die zugleich immer die Frage aufwirft, wie viele Deutsche eigentlich den Einbürgerungstest bestehen würden. Und insofern ist das Entscheidende weniger das Deutsch, was eine interessante Frage ist, sondern interessanter ist die Leitkultur. Und das beschreibt ja in der Tat ein grundsätzliches Problem. Es heißt oft, wir haben doch die Leitkultur, das ist das Grundgesetz. Damit ist es aber nicht getan, weder mit der Verfassung noch mit Gesetzestexten ist es getan, weil jede Gesellschaft, jede Gemeinschaft von Formen des und Regeln des Zusammenlebens lebt. Das tun wir gerade hier im Moment. Sie sind alle so wahnsinnig freundlich, zuzuhören, während wir auf der Bühne hier reden. Das steht weder im Grundgesetz noch in irgendeinem anderen Text, nicht mal in der Hausordnung des Tipi am Kanzleramt, vermute ich. Aber wenn Sie es nicht täten, wozu Sie nicht verpflichtet sind, könnten wir den ganzen Abend hier vergessen. Das heißt, es gibt also tatsächlich den Bedarf an alltagskulturelle Erwartungen der Menschen aneinander, damit ein Gemeinwesen funktioniert. Und ich finde, wenn man von da aus ausgeht, verliert der Begriff auch diesen toxischen Schrecken, den die deutsche Leitkultur ursprünglich mal verbreitet hat. Und wenn man dann noch einen Gedanken weiter anstellt, finde ich, gewinnt das ganz interessante Facetten. Denn was ist eine solche Leitkultur, mit der man miteinander umgeht? Was sind die Regeln? Was sind die gegenseitigen Erwartungen? Dass man die Sprache des Landes spricht, dass man die eigene Meinung nicht absolut setzt, sondern den Andersdenkenden toleriert, dass man auch mit dem Anspruch der Wahrhaftigkeit miteinander spricht und nicht auf der Basis von Fake News, dass man Kindern die Möglichkeit gibt, sich selbst zu entfalten. Und wenn man das mal durchdekliniert, ist ja die Frage, an wen richtet sich das? Und da kommen Sie an Migranten, das richtet sich an Muslime, das richtet sich an die AfD, keine Fake News zu verwenden, das richtet sich an die Fridays for Future, die eigene Meinung nicht zu verabsolutieren. Und eine solche Vorstellung von Leitkultur richtet sich an alle. Und das finde ich den eigentlichen Clou. Es richtet sich an die gesamte Gesellschaft und dann kommt man nämlich weg von so einem Wir gegen Ihr, dann kommt man weg von so einer exkludierenden oder exklusiven Vorstellung von Leitkultur, sondern zu einer integrativen Vorstellung von Leitkultur, die nicht die Frage stellt, wer ist Deutsch, sondern wer ist Bürger. Und ich glaube, in diesem Sinne kann man mit einem sehr positiven Konzept von Leitkultur zwei Dinge miteinander verbinden, nämlich die offene Gesellschaft und die Erwartung von Verbindlichkeit der Regeln des Zusammenlebens. Frau Dorn, darüber haben Sie auch geschrieben, Sie sind schon angesprochen worden.
Ja, und also genau um diese Missverständnisse zu vermeiden, habe ich ja in meinem letzten Buch auch einen Begriff wie Leitzivilität vorgeschlagen, weil bei Leitkultur das Problem, also der Begriff Kultur ist im Deutschen einfach so wahnsinnig schwierig. Weil Kultur, das ist mir, als ich an diesem Buch gearbeitet habe, aufgefallen, wenn Kultur in zusammengesetzten Worten hinten steht, bedeutet es meistens sowas wie zivilisierte Umgangsform. Also wenn wir Esskultur sagen, kommt keiner auf die Idee, dass das was mit deutscher Kultur. Wenn dagegen zum Beispiel der Kulturteil in einer Zeitung meint sowas wie Kunst. Das heißt, das Wort Kultur, oder ich glaube, das ist wirklich sehr auffällig, dass das Wort Kultur so ein merkwürdiger Gestaltwandler im Deutschen ist. Und deshalb gibt es auch, glaube ich, diese ganzen Missverständnisse um die Leitkultur, weil manche meinen dann, ja, wenn die von Leitkultur reden, dann meinen sie jetzt, Bach ist irgendwie besser als Volksmusik oder wollen sie das meinen oder nicht. Und das ist natürlich alles Quatsch, wenn man über einen gesellschaftlich triftigen Begriff reden will. Und deshalb glaube ich, dass das, was Sie skizzieren, Herr Reuter, natürlich genau auf den richtigen Weg. Das Drama ist aber, und das wissen Sie ja selber am besten, genauso hat Bassam Tibi, der den Begriff geprägt hat, ihn ja gemeint. Bassam Tibi hat immer von einer europäischen Leitkultur gesprochen und so gesehen, das hat ja nicht geklappt. Also es dauerte keine 2 Jahre, ich weiß nicht, ich glaube, es war Friedrich Merz, der das dann zum ersten Mal groß gemacht hat, die Leitkulturdebatte in Deutschland. Das muss, glaube ich, so 2001 gewesen sein. Also es ging noch kein Jahr oder keine 2 Jahre ins Land und auf einmal hatte man diese verquaste Leitkulturdebatte, ja, sollen jetzt alle Schweinehaxe essen und eben, ich weiß nicht, was hören. Deshalb, Nackensteak, ja. Genau, ja. Deshalb bin ich etwas skeptisch, ob der Leitkulturbegriff für den allgemeinen Gebrauch auch noch zu retten ist, weil einfach schon so viele Wogen an Unsinn über ihn hinweggegangen sind. Ich bin aber sofort bereit zuzugeben, dass der von mir vorgeschlagene Begriff der Leitzivilität auch nicht funktioniert. So gesehen ist dies noch eine offene Frage. Vielleicht hat Herr Sloterdijk eine Idee. Der ist doch immer so ein schöner Begriffserfinder. Also Leitkultur geht nicht, Leitzivilität ist wahrscheinlich zu sperrig. Herr Sloterdijk, wie nennen wir das Kind? Ja, die Namensfrage ist sicher von großer Bedeutung. Man muss sich daran erinnern, dass die kulturtragende Klasse, das heißt das Bürgertum des 19. Jahrhunderts, sich ursprünglich an der Leitkultur der Aristokratie orientiert hat und dass das Bürgertum nur das geworden ist, was es werden konnte, durch die Behauptung, die bessere Aristokratie zu sein. Und zwar eine, die auf viel breiteren Grundlagen steht und die nicht eine Aristokratie des Genießens, sondern der Leistung ist. Also sinngemäß eine Meritokratie. Aber ansonsten ist es klar, eine Nationalkultur setzt voraus, dass gewisse Essentials weit verbreitet sind. Die Erziehung beginnt bekanntlich ja bei Tisch deswswegen hat wahrscheinlich der Mikrowellenherd mehr Kulturabbau bewirkt als die Rechtschreibreform. weil dadurch sozusagen die zivilisatorische Wirkung der gemeinsamen Mahlzeiten verdrängt worden ist. Da gibt es soziologische Untersuchungen aus den USA. Die Reduktion der Küchen als ein gewaltiges soziales Problem darstellen. Die Leser von Norbert Elias wissen allerdings, dass selbst das Essen mit Messer und Gabel eine späte Errungenschaft war und als die ersten adligen Snobs im 15. Jahrhundert ihren Gästen Messer und Gabeln auf den Tisch gelegt haben, kam es immer wieder vor, dass die in ihrem Waffencharakter mehr wahrgenommen wurden als in dem im inhärenten Imperativ, nicht mit den Händen zu essen. Also das heißt, Kultur ist eigentlich ein System von Distanzerzeugung und so wie wir nicht barfuß in die Oper gehen, essen wir auch nicht barhändig vom Teller, sondern durch den Gebrauch von Messer und Gabel stellen wir indirekt halt her. Und die Leitkultur wäre sozusagen ein Äther aus so gemeinsamen
selbstverständlichen, nie zu thematisierenden Indirektheiten. Nee, aber das ist ja real gesellschaftlich eben eher vorbei. Also, dass man sagt, es gibt das klare oder die klare tonangebende Klasse, so wie Sie es beschrieben haben, wo man sagt, dass ein Bürgertum gewissermaßen die Leitkultur vorgibt und die gesellschaftlich-soziale Frage ist nur, wie durchlässig ist das System? Also können welche aus anderen Klassen eines Tages die Hoffnung haben, an diesem Lebensstil zu partizipieren? Das ist ja offensichtlich vorbei. Ja, wir haben heute konkurrierende Stile, die alle mit demselben Anspruch auftreten. Ja, schon, das ist schon richtig. Aber auf der anderen Seite, diese Essentials gibt es doch noch. Ganz allgemein, zum Beispiel im Hinblick auf die Kleidung, dass da bestimmte Minima nicht unterschritten werden können. Es sei denn, während der Filmfestspiele von Cannes, wo der Minimalismus dann doch triumphiert. Ne? Aber ich glaube, dass es diese Äther-Elemente nach wie vor gibt. Ich war gestern Abend auf einer merkwürdigen Zelebration, als die Kulturpreise der Berliner Zeitung verliehen wurden. Und da war ein starker Äther-Eindruck da. Es waren lauter hochindividualisierte Persönlichkeiten, aber über alle hinweg spannte sich sozusagen ein in der Luft liegender Vers von Robert Gernhardt, den alle wie im Chor permanent wiederholt haben, wie ein Mantra. Wenn man genau hingehört hat, war das deutlich zu vernehmen. Und das lautete: Lieber Gott, nimm es hin, dass ich was Besonderes bin. Ja. Die Soziologen sagen im Übrigen, der Begriff Gesellschaft abstrahiert zu stark. Wir müssen wieder aus dem 19. Jahrhundert auf die Milieutheorie zurückgreifen und Gesellschaften als Komposita von Milieus beschreiben. Und man kommt dabei etwa auf die Zahl 10 oder 12, die untereinander solche Ähnlichkeitsräume ausbilden. Über das Ganze noch eine überwölbende Einheit zu stellen, das ist in der Tat sehr schwierig. Ja, das muss doch, also wie soll denn Herr Lindner diese ganzen Milieus zusammenhalten? Oder sollen Sie sagen, dass es nur eine Partei, das soll eine Partei für ein, maximal zwei Milieus werden? Und die anderen kriegen dann halt auch ihre Parteien. Wie soll denn der Laden dann noch zusammengehalten werden? Ich glaube, es sind, Frau Dorn, bestimmte Werte, die es zusammenhalten. Also wenn Milieu ein Lebensstil ist, auch eine bestimmte ästhetische Vorstellung, ich denke an die Sinusmilieus, dann kann man sagen, natürlich hier und dort gibt es Nähen und Fernen, aber eigentlich geht es ja um Werte, für die eine Partei steht. Und so verstehe ich auch diese Diskussion über die Frage, was so der Minimalkonsens der Gesellschaft ist. Also wäre die sozusagen leitkulturelle Vorstellung, wie die geschätzten Kollegen von der CSU sich das vorstellen, also christliche Abendlieder, Sauerkraut, Wagner-Oper, dann wäre ich beispielsweise raus. Ja, ich höre andere Musik, Sauerkraut sehe ich differenziert und der Kirche gehöre ich nicht an. Also ich wäre da raus. Aber ich glaube, darum kann es ja nicht gehen für den Zusammenhalt, sondern es hat sich ja aus unserem Zusammenleben in der Bundesrepublik Deutschland so ein Kanon ergeben von bürgerlichen Höflichkeitsnormen, trivial erscheinen, aber in Wahrheit nicht trivial sind, wie man gibt sich die Hand zur Begrüßung. Und darüber hinaus dann aus unserer Wirtschaftsordnung das Bestreben, seinen Lebensunterhalt durch Arbeit selbst zu bestreiten, auf Bildung zu setzen. Es gibt eine Verantwortung für Geschichte und ein Interesse an Politik, das ergibt sich aus der Zeit des Nationalsozialismus. Also insofern, es hat sich da schon so ein Grundkanon von Werten ergeben, die auch Zusammenhalt bilden können. Weshalb ich ganz ehrlich gesagt die Suche von Konservativen nach leitkulturellen Vorstellungen
gar nicht so richtig nachvollziehen kann, weil man könnte sie eh nicht verordnen. Es ist ja immer eine individuelle Entscheidung, ob man sie lebt oder nicht. Herr Reuter. Nein, natürlich können Sie die nicht verordnen. Ich will Ihnen jetzt gar nicht vorhalten, dass Sie hier ein liberal-FDP geprägtes Schreckensszenario der CSU zeichnen. Das glaube ich beim frisch ergrünten Söder-Markus so auch nicht wirklich anzutreffen wäre. Aber ich will auf etwas anderes zu sprechen kommen, weil es schon um etwas Grundsätzliches geht. Und ich glaube, das hat nochmal mindestens zwei Aspekte. Der eine ist der des Umgangs miteinander, von dem wir jetzt vorhin gesprochen haben. Der andere ist aber der Grundgedanke, und das ist Ihnen besonders nahe, und ich fände, da liegt auch die besondere Verantwortung der FDP für unser Gemeinwesen, aber auch ein besonderes Problem. Herr Sloterdijk, Sie haben vorhin von der Meritokratie gesprochen, der bürgerlichen Gesellschaft. Das Ferment der bürgerlichen Gesellschaft, wie sie sich im 19. Jahrhundert von der vormodernen, ländlich-agrarischen und aristokratisch dominierten Gesellschaft abgelöst hat, ist das, dass gesellschaftliche Position des Einzelnen nicht zugewiesen wird durch Geburt und Stand, sondern durch Bildung, Beruf und Leistung. Das hat immer natürlich nicht in Reinkultur zu 100% funktioniert. Aber das ist das Leitbild der bürgerlichen Gesellschaft und damit auch der Demokratie gewesen, wie es sich im 19. Jahrhundert ausgeprägt hat. Und das ist eigentlich elementarer Teil einer Leitkultur der westlichen Gesellschaft, in dem Sinne, Frau Dorn, wie Sie es vorhin genannt haben. Und ich glaube, da muss man sehr deutlich feststellen, dass, ich fürchte, das ist meins. So. Teil der Leitkultur, Handys ausmachen, wenn man auf einer Bühne sitzt. Sorry for that. So, jetzt in Bayern würde man sagen, Arua ist. Und nein, aber jetzt nochmal ganz ernst darauf zurückzukommen. Und ich mache mir tatsächlich ernsthafte Sorgen in vieler Hinsicht, dass diese grundsätzlichen Gedanken, diese Prinzipien der liberalen Wettbewerbsgesellschaft uns im Moment auf elementare Art und Weise in Gefahr geraten. Wenn ich als Historiker argumentieren darf, glaube ich, ist es der Westen und das westliche Freiheitsideal insofern selbst schuld, als wir nach 1990 nie wirklich geklärt haben, was aus der westlichen Idee der Freiheit, die der Westen im Kalten Krieg immer wie eine Fahne vor sich hergetragen hat, eigentlich wirklich wird, außer einem marktideologischen Neoliberalismus, der mit der Finanzkrise von 2008 in eine große Glaubwürdigkeitskrise gefahren ist. Ich glaube, 2008 ist ein ganz wichtiger Moment. Die Krise der liberalen Ordnung nach 1990 sehen Sie in Ostmitteleuropa, wenn Viktor Orban von der illiberalen Demokratie spricht, sehen Sie auf der rechten Seite. Sie sehen es bei der Rückkehr einer Makroökonomie im Sinne von Thomas Piketty oder von Herrn Fratscher. Aber Sie sehen es eben auch auf Seiten der identitätspolitischen Linken. Und was wir im Moment erleben, sowohl in der Frage der Geschlechterpolitik als auch in der Frage der Migrationspolitik, was wir in dem ganzen Zusammenhang der Identity Politics erleben, ist eine Orientierung an Gruppenidentität, an Gruppenmerkmalen, die Ausrichtung an Gruppengerechtigkeit, die ich durch Quoten herstelle, aber nicht die Ausrichtung an Individualgerechtigkeit. Und da erleben wir im Moment, ich will jetzt nicht schon sagen, ein Paradigmenwechsel, aber eine grundlegende Infragestellung von Grundprinzipien der westlich-bürgerlichen liberalen Wettbewerbsgesellschaft, die sich allein in einer kleinen sprachlichen Verschiebung ganz deutlich zeigt, in dem nämlich heute fast immer von Gleichstellung die Rede ist und ganz selten von Gleichberechtigung. Aber das hat man alles so mitvollzogen, sagt man ja so. Aber ehrlich gesagt, ist das ein paradigmatischer Wechsel von Chancengerechtigkeit oder Chancengleichheit zu Ergebnisgleichheit. Und das ist etwas, was unsere politischen Debatten heute prägt. Das ist etwas, was unsere Wettbewerbsgesellschaft und das ist etwas, was die liberale Wettbewerbsgesellschaft in ihrem Kern in Frage stellt. Und in der Konsequenz übrigens auch die Innovationsfähigkeit unserer westlichen Gesellschaften, die ja nicht zuletzt auch von China oder anderen Ländern her in Frage gestellt sind, massiv gefährdet. Und ich glaube, wir können das gar nicht ernst genug nehmen. Aber die Frage,
Herr Röder, ich würde mich der Diagnose unbedingt anschließen, aber die interessante Frage ist doch, wo kommt das denn plötzlich her? Also wenn ich mich noch erinnere an diese lustigen 90er Jahre, ja, wo eben der Individualismus die wildesten Urstände glaubte zu feiern, also wo ja auch diese ganzen Kulturen, wie Herr Lindner sie beschrieben hat, das, was man heute Hipster nennt, das fängt ja irgendwie letztlich alles in diesen 90ern an. Wann ist das losgegangen und was ist passiert, dass auf einmal diese ganzen Ichs plötzlich so eine unglaubliche Lust danach kriegen, sich in solchen identitätspolitischen Gruppen auch wieder zu versammeln? Also das kann doch eigentlich nur eine Reaktion sein auf ein gewisses Überforderungsgefühl oder ein Gefühl des Scheiterns. Also das ist zumindest mein Eindruck, dass ich denke, dass ganz viele sagen, erlebe ich auch gerade eher auf der linken Seite, dass dieser Mythos, den Sie für einen liberalen Mythos halten von links, dass es jeder schon schaffen kann, wenn er sich genug verwirklicht, genug anstrengt, wo dann immer dieses alte deutsche Wort vom Jeder ist seines Glückes Schmied gerne zitiert wird, was verlogene neoliberale Ideologie angeblich sei. Und da auf einmal ist, glaube ich, in den letzten Jahren was passiert, dass diese Gegenerzählung zu sagen, das ist böser Neoliberalismus, so ein Satz wie jeder ist seines Glückes Schmied, sondern wir müssen uns wieder zu möglichst klar definierten Gruppen, eben zu identitätspolitischen Gruppen, zusammenschließen und dann stellen wir gemeinsam Ansprüche und nur so können wir gesellschaftlich was bewegen. Und das, also da müsste man doch ansetzen, ja, und fragen, was ist da sozusagen schiefgegangen? Ist es wirklich nur eine verzerrte Wahrnehmung von denen, die auf einmal wieder so eine Gruppensehnsucht kriegen? Oder muss man auch sagen, wir haben den Begriff des Individuums auch selber verhunzt, indem das Individuum eben nicht mehr dieser interessante, komplizierte Knotenpunkt ist, der Widersprüche aushält, der sich im Kontakt zur Welt definiert, der sich in Frage stellen kann, sondern wir haben doch inzwischen einen Begriff von Individuum, das ist sowas wie die Summe der erfolgreich durchgeführten Selbstoptimierungsmaßnahmen. Und das ist natürlich ein Höllenbegriff von Individuum. Da muss man sich auch nicht wundern, wenn dann auf einmal wieder neue Sehnsüchte nach kollektiven Kuschelgruppen, die dann gar nicht mehr so kuschelig auftreten, entstehen. Ja, ich glaube auch tatsächlich, hier hat die liberale bürgerliche Gesellschaft im Übergang von der Endphase des Kalten Kriegs in die Ordnung nach dem Ende des Kalten Krieges einen fundamentalen Fehler gemacht. Sie haben gerade die 90er Jahre, die Hipster angesprochen. Sie können auch das ansprechen, was man heute sehr verkürzt den Neoliberalismus nennt und damit einen marktideologischen Marktradikalismus bezeichnet, wie er nicht zuletzt in den USA praktiziert worden ist, der mit dem klassischen deutschen Neoliberalismus und der deutschen Vorstellung der Ordnungspolitik und einer derartigen bürgerlichen Wettbewerbsgesellschaft gar nicht viel zu tun hatte. Aber tatsächlich haben wir in den 90er Jahren doch erlebt, wie die Vorstellung der Chicago School, denn die wollte Ordnung durch den Markt, während die klassische deutsche Ordnungspolitik Ordnung für den Markt wollte. Aber Chicago wollte Ordnung durch den Markt und das ist ja alles auch nach Europa geschwappt. Wir sind ja dann irgendwann auch mal der Meinung gewesen, der Markt regelt alles und in einer Art von Spillover-Effekt kann man eigentlich alles, auch nicht marktförmige, nach Marktkriterien organisieren. Das gilt zum Beispiel für die Universitäten mit leistungsorientierter Professorenbesoldung, mit unternehmerischen Universitäten oder mit der Idee der Bildungsökonomie. Wir haben ja sogar die Vorstellung der Bildung ökonomischen Sachzwängen und ökonomischer Logik unterworfen. Was heute dazu führt, dass die Überlegung, wie gehen wir eigentlich mit der Digitalisierung um, sich bildungspolitisch darin erschöpft, wie viele Milliarden Euro wir ausgeben, um Laptops auf die Tische der Schüler zu stellen, anstatt uns Gedanken darüber zu machen, wie eigentlich eine moderne Bildungspolitik die kritisch eigenständige Urteilsfähigkeit unserer Schüler stärkt, sodass wir den Menschen 1.0 fit machen für die Welt 4.0, damit nicht die Computer die Menschen, sondern die Menschen die Computer beherrschen. Aber da, auf dieser Ebene, glaube ich, hat die bürgerliche Gesellschaft tatsächlich versäumt, sich für das 21. Jahrhundert neu zu erfinden. Und in dieses Vakuum sind dann solche Gruppenbedürfnisse eingeströmt, von denen Sie gerade sprechen. Insofern glaube ich, dass die bürgerliche Gesellschaft und die liberale Ordnung, die liberale offene Gesellschaft dringenden Bedarf hat, sich aktiv und attraktiv neu zu erfinden. Aber im Begriff der bürgerlichen Gesellschaft
klingt zumindest in der deutschen Sprache ja, der Doppelsinn von Bürgertum ja schon deutlich mit. In der Tradition des 19. Jahrhunderts, wo man ja diese Dinge auf Französisch ausgedrückt hat, spricht man vom Citoyen und vom Bourgeois. Im Augenblick sieht es so aus, als wären die Bourgeois besser organisiert als die Citoyen. Und dieser Rückstand wird empfunden. Nebenbei gesagt hat das 19. Jahrhundert diesen seltsamen Begriff der Solidarität, der irgendwie aus einer spätmittelalterlichen Gesellenethik gekommen ist, aufgegriffen, um diese rätselhafte Art und Weise des Zusammengehörens oder Zusammenseins von Menschen in modernen großen Nationalstaaten zu beschreiben. Also vor allem für all diejenigen, die nicht an der hochentwickelten Citoyen-Gesellschaft, geschweige denn an der Bourgeoisie, teilnehmen konnten, gab es auch einen starken Zusammenhangsbegriff und der lief über die Sprache der Solidarität. Ja, man entdeckt nicht nur gemeinsame Bedürfnisse und der Staat und die Gesellschaft sind nicht nur Wärmestuben, sie sind auch eben Interessengemeinschaften und es sind Orte, wo Menschen verstehen, dass sie gemeinsame Tendenzen haben, auch wenn sie sich noch nie getroffen haben. Und ich denke, in unserer Zeit reorganisiert sich dieses Bewusstsein von der Notwendigkeit der Solidarität, wenn auch nicht in einer sozusagen totalistischen Form, sondern gruppenbezogen, auf eine sehr, sehr eindrucksvolle Weise. Schopenhauer hat für das 19. Jahrhundert eine Aussage gemacht, die viel zitiert worden ist, um die Entfremdung zu beschreiben, die in diesen Großstrukturen unvermeidlich auftritt. Er sagt, was wir Gesellschaft nennen, ist vergleichbar mit einer Gruppe von frierenden Igeln, die sich zueinander drängen, um sich zu wärmen, aber sie können nicht Nähe erleben, ohne sich weh zu tun. Also ich glaube, diese Notwendigkeit, Entfremdung, die ja zum Freiheitssystem gehört, zu überwinden, stellt sich eigentlich in jeder Generation auf neue Weise. Übrigens möchte ich noch zum Thema Individualismus eine historische Fußnote anfügen. Und die hat auch mit dem Design-Thema zu tun, das ich vorhin schon mal angesprochen habe. Die moderne Geschichte ist immer auch Mediengeschichte. Und alles, was Menschen von sich selber wissen, wissen sie durch ihren Umgang mit dem, was man so egotechnische Medien nennen könnte. Wir haben jetzt gerade seit ein paar Jahren das Auftauchen eines neuen egotechnischen Systems entdeckt. Eine kleine Kamera an einem Stab, die dem Menschen, der so nur mit eigenen Augen in die Welt hineingucken kann, das Vergnügen bereitet, sich selbst nicht mit den Augen des anderen, sondern mit seinen eigenen Augen zu sehen. Das ist, wenn Sie wollen, die Einführung einer Spiegelfunktion, die bisher mit dem menschlichen Dasein als gar nicht verträglich gedacht worden ist. Wenn Sie an den Mythos von Narziss denken, ne? Das ist der einzige Mensch der Antike, von dem wir etwas gehört haben, was darauf hindeutet, dass er wusste, wie er aussieht. Ja. Er beugt, und zwar indem er sich über das Wasser, über eine Wasserspiegelung beugte und im guten Glauben, dass da drüben ein anderer ist, ja, den umarmen wollte. Bei uns hat sich die Situation insofern kulturtechnisch oder egotechnisch verändert, als seit dem 18. Jahrhundert von der Aristokratie in das Bürgertum weitergereicht,
die Kulturtechnik und die Egotechnik des Spiegels aufgetaucht ist. Heute haben wir eine Situation, in welcher in fast jedem Zimmer jedes Individuums ein Spiegel hängt. Das hat es früher schlechterdings nicht gegeben. Johannes Cassian hat im 4. Jahrhundert gesagt, Cella facit monachum, also die Zelle macht den Menschen. Heute könnte man sagen, das Apartment macht den Liberalen. Aber was es in einer Zelle nicht hat geben dürfen, nicht, wäre ein Spiegel gewesen. Nicht wahr? Ich erinnere mich noch an Kommilitoninnen in meiner Studienzeit in München, die sich darüber beschwert haben, dass es auf der Damentoilette des theologischen Seminars keinen Spiegel gab. Ja. Da sieht man noch eine gewisse inquisitorische Intelligenz am Werk, weil der Mensch ursprünglich ein Wesen ist, das sich selber auffällt, aber nicht, das sich selbst gefällt. Ja. Die Selbstgefälligkeit ist zum großen Teil eine spätere Errungenschaft. Die wird auch in den höheren Kulturen allgemein bekämpft. Ansonsten ist es so, dass man mit den meisten Menschen ja damit zufrieden sein müssen, dass sie sich selbst ertragen. Ja. Und um das Gefälle zwischen sich selber ertragen und sich selber gefallen zu überbrücken, ja, gibt es diesen modernen Individualismus, der so etwas wie eine ästhetische Selbsterhöhung impliziert. Aber es ist natürlich ungeheuer schwierig, in einer Gesellschaft, in der so viele Selbsterhöhungen nebeneinander existieren, der eigenen noch eine gewisse Glaubwürdigkeit zu verleihen. Die Suche nach diesen kollektiven Identitäten wurde eben bisweilen erklärt mit einer Überforderungssituation oder mit dem Glaubwürdigkeitsverlust der liberalen Weltordnung. Kann man alles sicherlich herleiten. Dennoch will ich mir die Gegenfrage erlauben, ob es nicht mitunter auch ein Problem der Bequemlichkeit ist, sich in ein Kollektiv zu begeben, weil man weniger von sich selbst und immer mehr vom Staat erwartet, weil man bei Leistung nicht mehr fragt, wie kann ich sie erbringen, sondern wo kann ich sie beantragen. All das führt ja auch zu einer Form des Kollektivismus, weil man dann in einer Gruppe leichter Interessen gegen andere durchsetzen kann und weil die Politik natürlich leichter Gruppen ansprechen kann, um ihnen individuell Vorteile zu versprechen. Ja, ist definitiv so, Herr Lindner. Wir sind in vieler Hinsicht auf dem Weg in einen ständischen Interventionsstaat, in dem Gruppeninteressen bedient werden und in dem Einzelne also Leistungen erhalten oder Ansprüche geltend machen, nicht aufgrund ihrer individuellen Leistung, sondern aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit. Und das erleben wir auf vielen verschiedenen Ebenen. Das gilt für gesellschaftliche Quotierungen auf allen Ebenen. Und es gibt empirische Untersuchungen in den USA beispielsweise, die besagen, dass Affirmative Action und positive Diskriminierung dazu führen, den Aufstiegswillen von benachteiligten Gesellschaftsgruppen zu reduzieren, weil sie ja über das Geltendmachen von Ansprüchen Leistungen erhalten und nicht im Sinne des jeder ist seines Glückes Schmied, jedenfalls das Ideal, sich selbst anstrengen müssen. Und wir erleben natürlich enorme Steuerungswirkungen durch diese ganzen Quotierungen. Eine Frauenquote für Vorstände oder Aufsichtsräte bedeutet, dass eine kinderlose Unternehmertochter aus München-Bogenhausen den Vorzug erhält vor einem vierfachen Familienvater mit Migrationshintergrund aus Berlin-Neukölln. Das sind solche Lenkungswirkungen, die wir auf diese Art und Weise erzielen, weil in dem Fall die Identitätskategorie Geschlecht zu einem Anspruch führt, aber nicht die Kategorie Kinderzahl
oder Herkunft. Und wir erleben ja, wie sich auf diese Art und Weise also die Diskussion entspinnt über die Anspruchsberechtigung von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen beziehungsweise von Identitätsmerkmalen, die zugleich moralisiert und aufgeladen wird. Und es ist ja kein Spaß mittlerweile. Wenn ich ja diese Redaktion wäre, die das Unwort des Jahres zu küren hat, dann hätte ich als Unwort des Jahres weiße alte Männer oder weiße heterosexuelle Männer gewählt, weil wir tatsächlich eine Polarisierung von der Gesellschaft nach Identitätsgruppen erleben, in der ein Machtkampf um Anspruchsberechtigungen stattfindet. Aber das ist etwas anderes, das ist auch ein gesellschaftlicher Machtkampf, den wir erleben, bei dem ich sofort sagen würde, dem liegen ja emanzipatorische Prinzipien zugrunde, sowohl was die Emanzipation von Frauen als auch was die Emanzipation von Migranten angeht. Aber es hat sich übersteigert vom emanzipatorischen Effekt, der in der bürgerlichen Gesellschaft zu Hause ist, zu einer Ideologisierung, die, wie gesagt, um Anspruchsberechtigungen qua Identitätsmerkmalen kämpft. Und das führt zu einer ständischen Gesellschaft. Ich würde dem Vorwurf des Anspruchstellens durchaus zustimmen, aber ich glaube, davor liegt noch ein anderer Anspruch, den Sie im Augenblick auslassen, und das ist der ja erstmal dieser große Kampf um Anerkennung. Also zu sagen, wir wollen in unserer Merkmalhaftigkeit so anerkannt werden, und das führt ja zu diesen paradoxen identitätspolitischen Forderungen. Also einerseits sollt ihr uns signalisieren, dass ihr uns als gleich wahrnehmt, und gleichzeitig müsst ihr uns signalisieren, wir nehmen euch aber in eurer Besonderheit als gleich wahr, was natürlich ein relativ anspruchsvolles Konzept ist, um nicht zu sagen, im Alltag teilweise zu Absurditäten führt. Das ist, glaube ich, diese riesige Schwierigkeit dahinter. Das Anspruchsdenken ist, glaube ich, schon der nächste Schritt. Ja. Ich glaube, ich komme noch mal auf meine Frage zurück. Wo haben wir, wenn ich jetzt mal das große liberale Wir bemühe, wo haben wir eine Abfahrt verpasst? Nämlich diese Abfahrt zu sagen, eine der Kerntugenden, wenn nicht überhaupt die liberale Kerntugend, ist das Aushalten von Ambivalenzen, von Ambiguität, von einer Heterogenität, die eben nicht irgendwie eine bekloppte Beliebigkeit ist, eine relativistische, sondern dieses Aushalten von Unterschiedlichkeiten. Weil das ist doch das, was wir offensichtlich erleben. Die Leute halten es nicht mehr aus, dass die Menschen so unterschiedlich sind und suchen sich deshalb, das ist ein, glaube ich, ganz archaischer alter Trieb, man sucht sich plötzlich die, die irgendwie genau so sind. Und dann erhebt man eben dieses oder jenes Merkmal plötzlich zu dem Punkt, warum man sich da gewissermaßen unmittelbar seelen- oder sonst wie verwandt fühlt. Und ich halte das tatsächlich für eines der größten Probleme unserer. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob die von Ihnen, Herr Sloterdijk, angesprochene Milieutheorie uns so unbedingt weiterhilft, weil ich finde schon den Zerfallsprozess, den wir in unserer Gesellschaft in den letzten 5, 6 Jahren in der Weise, wie auch Sie das beschrieben haben, Herr Rödder, erleben, ich empfinde das als sehr bedrohlich, weil die Erfahrung, und die habe ich auch bei Veranstaltungen in den letzten Jahren gemacht, ja meine Güte, man muss ja inzwischen schon Engels- und Teufelszungen mitbringen, um diese sich verfeindenden Gruppen überhaupt noch an einen Gesprächstisch zu kriegen. Also ich habe es in diesem Jahr zweimal erlebt, dass Veranstaltungen blockiert wurden, weil die eine Gruppe auf die andere losgehen wollte. Und ich habe inzwischen schon die Devise ausgegeben, das letzte Mal ist es mir bei einer Diskussion in Basel passiert, wo in dem Fall die Schweizer Antifa fand, dass ein gewisser Mensch keine Veranstaltung durchführen darf, wo ich sagte, die sperren wir nicht aus, das nächste Mal werden die Türen zugemacht, wenn die drin sind, und ich mache die Türen erst wieder auf, wenn die bereit sind, mit mir zu diskutieren. Weil dieses nur noch mit Gebrüll sich abzuschotten, also da sehe ich noch vor dem Anspruchsdenken, das ist auch ein Problem, aber dieses Problem nicht mehr zuhören wollen, wenn der andere was sagt, von vornherein wissen, wie die Welt ist, und das ist ja dann nur noch ein winziger Schritt zu dem unter dem Schlagwort Fake News, alternative Wirklichkeiten zusammengefassten zweiten Problem, zweite liberale Grundtugend, sich irgendwie um Rationalität bemühen, darum bemühen, sich einen adäquaten Eindruck von der Wirklichkeit zu verschaffen. Und wenn diese beiden Tugenden flöten gehen, was sie gerade tun, weiß ich nicht, wie man noch einen liberalen Staat zusammenhalten soll, wenn die Leute diese beiden Tugenden nicht mehr haben. Ja, es ist in der Tat so, dass es sehr beunruhigend ist, wenn vorrationale Formen der Gruppenbildung zu stark werden.
Und zwar auch Gruppenbildung unter Leuten, die sich überhaupt nicht kennen und die trotzdem ein gemeinsames Merkmal ausbilden. Es gibt von dem berühmten Verfasser des Buches Gödel, Escher, Bach, das war so ein Leitwerk aus dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, ein neues Buch über die Analogie, das außerordentlich aufklärerisch ist. Es gibt darin auch interessante Kapitel über das Ich auch. Und inwiefern hier so ein prärationaler Analogie- oder Ähnlichkeitseffekt dazu benutzt wird, Wiedererkennungen zu organisieren, die bis zur Gruppenbildung reichen. Es ist wahrscheinlich sogar so, dass alles, was wir Parteien nennen, ursprünglich MeToo-Bewegungen waren. Ja? Denn ein Bürger erinnert sich, erkennt sich in einem Bürger wieder. Ein beleidigter Adliger, durch das Bürgertum beleidigter Adliger, erkennt sich in anderen beleidigten Adligen wieder. Und die publizieren dann von ihren Schlössern aus Literatur für beleidigte Adlige. Die Parteien sind entstanden aus der Entdeckung der Ähnlichkeit von Interessenlagen. Ja? Also ich würde sagen, die heutige MeToo-Bewegung wird umso produktiver, je mehr man bemerkt, dass sie auf einem logischen Mechanismus aufsitzt, der auch schon am Anfang der bürgerlichen Gesellschaft wirksam war, nämlich sozusagen die Entdeckung gemeinsamer Kränkungen. Ja. Und das ist etwas, was auch mit diesem Nationaläther sehr viel zu tun hat. Also, wenn man sich nicht auf eine Debatte über Grundwerte oder auch über die ersten 19 Paragraphen des Grundgesetzes einlassen möchte, weil sie als nicht hinreichend verbindend oder gemeinschaftsstützend empfunden werden, dann muss man sagen, worin liegen die substanziellen, sowohl atmosphärischen als auch rituellen Gemeinsamkeiten in Gesellschaften. Und das führt letzten Endes auf etwas hinaus, was auf der Skala zwischen gemeinsamen Traumata, den gemeinsamen Kränkungen und gemeinsamen Hochgefühlen angesiedelt ist. Wobei Sie waren noch nie in Italien, wenn Sie nicht am 15. August einmal dort waren. Ja, weil wenn man nicht weiß, wie Italiener Ferragosto begehen, ahnt man nicht, was in diesem Lande los ist. Ne? Bei den Deutschen ist es schwer, einen Tag zu nennen, an dem sozusagen eine solche Selbstoffenbarung stattfindet. Bei den Amerikanern haben wir Thanksgiving, was eine bemerkenswerte Erfindung ist. Und bei uns könnte man vielleicht auch den Volkstrauertag verweisen. Ja. Also wenn wir von dem Gedanken der gemeinsam gefundenen Kränkung, der Gemeinsamkeit in der Kränkung ausgehen und die Polarisierung der Gesellschaft, über die Frau Dorn auch noch mal gesprochen hat, ausgehen, habe ich folgende Beobachtung, von der ich nicht weiß, ob Sie sie teilen. Stichwort Kränkung. Es hat sich irgendwie etwas umgekehrt. Der sagen wir mal, großstädtisch exzentrische Lebensentwurf, der gar nicht repräsentativ war, der war früher marginalisiert. Und heute hat es sich paradoxerweise umgekehrt, zumindest in der Wahrnehmung von vielen Menschen, die ich treffe und die dann in eine solche Polarisierung kommen. Die müssen sich dann rechtfertigen als Mutter von zwei Kindern, die nicht berufstätig sein will. Die müssen sich rechtfertigen, wenn sie noch Diesel fahren wollen, weil es auch keinen öffentlichen Personennahverkehr gibt. Und
wenn Sie Freunde von Barbecue mit Fleisch sind, dann sollte man sich in bestimmten Kreisen gleich gar nicht mehr sehen lassen. Und ich glaube, daraus erwächst auch eine Kränkung und Polarisierung der Gesellschaft, weil die, die vornehmlich einmal exzentrisch am Rande standen, heute ein Stück der Meinungspluralität und der Pluralität der Lebensstile eingeschränkt haben. Und ich meine, dass an der Stelle Respekt nötig ist. Ich glaube, dass wir da wirklich an einem ganz, ganz entscheidenden und an einem gefährlichen Punkt sind, weil ich würde die Beschreibung teilen. Und ich denke auch, dass es für Gesellschaften hochgefährlich ist, wenn eben dieser Wettlauf um, wer ist der schlimmer Gekränkte? Also wenn sozusagen meine Kränkung, deine Kränkung gespielt wird und dann man irgendwie abwägen muss, wer jetzt aber wirklich der am allerschlimmsten Gekränkteste ist. Und wenn ich irgendwas aus der Geschichte, also hier sitzt der echte Historikerprofi, aber wenn ich als dilettierende Historikerin irgendwas aus der Geschichte gelernt habe, dann ist noch nie etwas anderes als Unheil entstanden, wenn ein kollektives Bewusstsein sich primär auf Kränkung beruft. Also das schlimmste Beispiel haben wir hier im eigenen Land. Der Nationalsozialismus wäre nicht möglich gewesen, wenn es nicht dieses Kränkungserlebnis gekriegt hätte, was von den Nazis dann auch geschürt und bespielt wurde, dass Deutschland im Ersten Weltkrieg über den Tisch gezogen worden sei und zu Unrecht verloren habe und Dolchstoßlegende und was da alles dran hing. Und das heißt, also ich finde, es sollten Alarmglocken angehen, wenn man genau das, was wir im Augenblick beobachten, dass es eben nicht gelingt, von diesem Kränkungsdiskurs runterzukommen, sondern jetzt nur immer mehr Gruppen, so wie Pilze aus dem Boden sprießen, die feststellen, wir sind aber auch gekränkt worden. Moment mal, wir wollen hier mitspielen und mitreden, weil wir auch aber gekränkt. Ich bin ja nur Moderator hier heute, aber ich will mein Argument dann einmal noch verschärfen. Es ist nicht wechselseitig Kränkung, die aufgerechnet wird, sondern meine Beobachtung ist, es gibt ein paar Leute, die sind moralisch überheblich. Die reden nicht von ihrer eigenen Kränkung, sondern, und ich will mich da jetzt, ich halte ja viel aus, aber so in den Debatten, die ich führe, insbesondere auf dem von mir besonders geliebten Twitter, da schreibst du dann ja, sollen wir den Leuten doch bitte ihr Schnitzel nicht verbieten, wenn sie ihr Schnitzel essen wollen, sollen sie ihr Schnitzel essen. Und danach wirst du stigmatisiert, als seist du der letzte Depp, der es noch nicht verstanden hat, dass wir wegen des Klimas das noch nicht können und überhaupt Schnitzel, furchtbar. Und da ein bisschen mehr großzügig. Ich habe übrigens nicht davon gesprochen, dass Nackensteak das Rückgrat der Gesellschaft sei. Ja, und dass wir auf das Nackensteak Deutschlands stärker ausmacht, soll jeder essen, was er will. Aber allein die Position, soll jeder essen, was er will, bringt dich mitunter moralisch in die Defensive, weil manche ganz genau wissen, dass man es nicht tun sollte. Sie haben völlig recht. Es gibt natürlich diesen moralisch hohen Ton, der besonders gerne nicht im hohen, sondern im rüden Ton geäußert wird den sozialen Medien. Und gleichzeitig ist es aber natürlich schon so, also ich gehöre zu den Schriftstellern, die auch Lesungen an Orten machen, wo weder ein Flughafen ist, noch der ICE hält, sprich dem, was man aus Berliner Perspektive die Provinz mit leicht gerümpfter Nase nennt. So, also ich habe, würde ich sagen, 200 Veranstaltungen in den letzten zwei Jahren. Also so gesehen kommt wahrscheinlich nur noch ein Staubsaugervertreter und ein Politiker mit. Also ich komme quasi rum im Land. Und ich mache natürlich diese Erfahrung bei Veranstaltungen eben in Orten ohne ICE-Anschluss, dass die auch genervt sind und sagen, ja, und jetzt wollen uns irgendwie eben diese berühmten Veganen und so weiter aus dem Prenzlauer Berg uns irgendwie das Leben diktieren und wir leben hier halt ganz anders. Und da ist aber dann auch, also bei den Leuten, mit denen es dann schwierig wird, geht dann aber auch wirklich sofort, aber ebenfalls ein wahnsinnig gereizter, gekränkter Ton los. Und ich bin unheimlich glücklich, wenn ich dann doch sehr, sehr viele Menschen noch, und das ist das, was mir letzten Endes auch eine Zuversicht gibt, dass es hier nicht bald knarrt, dass ich dann doch aber auch sehr, sehr viele Menschen, die da auch eine gewisse Gelassenheit und sagen, naja, dann sollen die da halt ihren Zirkus in den sozialen Medien und in Berlin und sonst wo machen. Es gibt eine vernünftige Form von einer Verwurzeltheit, die jetzt nichts Völkisches und nichts Blut und Boden, sondern einfach eine sympathische, selbstverständliche Verwurzelt, die sagen, ja, wir leben hier halt so und wir leben hier auch schon seit ein paar Generationen so und das ist schön und meine Kinder sind im selben Tennisverein, in dem so ungefähr schon der Großvater war
und wir haben auch unser Schützenfest einmal im Jahr und das ist so. Jetzt karikieren die es aber auch schon fast. Naja, nee, das ist keine Karikatur. Ich glaube, das hat viel mit Lebenswirklichkeiten in Regionen dieses Landes zu tun, die in der Tat in diesen ganzen hippen Diskursen nicht richtig vorkommen. Und ich bin unbedingt dafür, diesen Leuten zu signalisieren, auch ich, obwohl ich ein sehr anderes Leben führe, finde das großartig. Und denen nicht irgendwie zu signalisieren, die beste Idee, wie ihr auf das, was sich an den Hitzepolen dieser Gesellschaft gerade tut, die beste Idee, wie ihr reagieren könnt, ist, dem ihr jetzt möglichst auch eure Kränkung in die Welt hinausschreit, sondern bleibt gelassen. Also Gelassenheit übrigens, dritte ganz, ganz wichtige Tugend. Bleibt gelassen und lasst euch nicht auf dieses Spiel ein. Aber ob ich Gelassenheit jetzt für die allererste typische deutsche Nationaltugend halten würde, das liberale Tugend. Muss ich mir mal noch überlegen. Aber ganz im Ernst, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Kränkung und Moralisierung gegeneinander ausspielen würde. Ich glaube, das spielt auch oft zusammen. Und ich finde, wir haben diesen Mechanismus besonders gut in Frankreich bei den Gelbwesten beobachten können. Denn das ist genau diese Bewegung gewesen, der Leute, die Diesel fahren und die eben fahren müssen und die sich richtete gegen die Pariser Elite, sowohl der Banker, die um den ganzen Globus jetten, als auch der grünen Eliten, die sowieso kein Auto brauchen und denen auch egal sein kann, ob ich die Höchstgeschwindigkeit auf der Route National von 90 auf 80 senke und die Spritpreise erhöhe. Aber da haben wir wieder diese Polarisierung und wir erleben auch diese Moralisierung, das muss man ja auch mal deutlich sagen. Wir haben von der linken Identitätspolitik gesprochen auf der einen Seite, aber das gilt natürlich für die Gekränkten und für die Fake News vertreten, mit ihrem nationalistischen Ressentiment auf der rechten Seite ganz genauso. Aber diese Moralisierung, und da bin ich nochmal an dem Punkt, wo die liberale Sache zu adressieren ist, ist natürlich Gift für die bürgergesellschaftliche Leitkultur unserer Gesellschaft. In dem Moment, wo ich Agency gewinne, in dem Moment, wo ich nur einen moralischen Anspruch äußere, aber mich nicht mehr gezwungen sehe, den argumentativ zu rechtfertigen, weil ich mir ein Dach über dem Kopf mache und sage, Safe Space, ich möchte nicht der Zumutung ausgesetzt werden, eine andere Meinung zu hören, aber ich habe eine moralische Meinung, die mir sagt, ich will deine Meinung nicht hören. Das führt zu dieser Abschottung gegeneinander. Das ist der Tod einer bürgerlichen Gesellschaft oder einer Bürgergesellschaft, die eben auf dieser Grundlage, von der Sie vorhin sprachen, eines Rationalismus beruht, der sagt, wir müssen gute Gründe vorbringen können und die wägen wir ab und die bringen wir in den öffentlichen Diskurs ein. Also das ist das eine und das ist das, was ich der liberalen Seite anheimstellen würde. Erstens vehement auf diesen Grundlagen einer Gesellschaft zu beruhen, die miteinander kommuniziert, auf der Basis guter Gründe. Und zweitens, das würde ich auch, wenn ich jetzt mal FDP wäre, würde ich das einem FDP-Vorsitzenden empfehlen, noch viel stärker, das dieser Gesellschaft immer wieder ins Stammbuch zu schreiben, was sie braucht. Was wir brauchen, ist die Selbstbehauptung Europas, das von vielen Seiten in Frage gestellt ist. Wir brauchen die Innovationskraft eines Kontinents, der das mal gekonnt hat. Aber wir brauchen auch den Optimismus einer Gesellschaft, in der nach meinem Dafürhalten viel zu viel schwarz gemalt wird. Mir geht dieses ewige Gerede auf die Nerven, dass die Eltern heute sagen, dass sie für ihre Kinder eine schlechtere Zukunft erwarten als für sich selbst. Was für ein Blödsinn! Allein aufgrund, wenn wir allein schon von allem anderen, was sich entwickelt wird, allein aufgrund der demografischen Situation, haben meine Kinder, die jetzt 17, 20 und 24 sind, unfassbar gute Berufschancen in dem Moment, wo sie einigermaßen gut ausgebildet sind. Denen steht alles offen. Wer sagt das eigentlich in diesem Land mal? Und ich finde, diese Art von Optimismus und Möglichkeiten zu betonen, das gehört auch dazu. Ich glaube, im Übrigen haben wir es nicht immer nur in Moralisierung zu tun. Nichts gegen Moral. Das ist nur die Frage, welche. Also eine Gesinnungsethik, wo es nur um die edlen Motive geht, einerseits, oder eine Verantwortungsethik, wo es nicht nur edle Motive gibt, sondern auch schaut, was kommt raus. Wir neigen gelegentlich zur Gesinnungsethik. Mein aktuelles Lieblingsbeispiel ist das Kernkraftwerk Philippsburg 2.
das am 31.12.2019 in Baden-Württemberg abgeschaltet worden ist. Und die jetzt in Baden-Württemberg nicht mehr produzierte Kernenergie wurde ersetzt durch Kernenergie aus Frankreich und Braunkohlestrom aus Polen. Und das ist das Ergebnis nicht einer moralischen Politik, sondern einer infantilen Politik, glaube ich, weil sie Zusammenhänge nicht mehr sehen will. So, und wir haben jetzt gerade Betriebstemperatur aufgenommen und das ausgerechnet, wo wir auf der Schlussgeraden sind. Ich habe noch eine Frage, die ich kurz an Sie stellen will. Ich kriege Sie jetzt dramaturgisch, bin ja kein Profi, nicht richtig ins Gespräch hergeleitet. Oh. Da soll man noch mal sagen, Liberale hätten kein Mitgefühl. Fließend über in Schadenfreude, aber deshalb jetzt ohne dramaturgische Herleitung. Mein Eindruck ist, in unserem Land ist das Vertrauen in individuelle Vernunft und Verantwortungsübernahme irgendwie erodiert. Es ist uns irgendwo verloren gegangen, zu glauben, dass der Einzelne, die Einzelne fähig ist, vernünftig zu entscheiden, verantwortungsbewusst zu handeln, weshalb wir fortwährend Verbote haben, über die gesprochen wird, Verbot Verbrennungsmotor, Verbot von Ölheizung, Verbot hier, Verbot da, Böllerverbot, Verbot des Bleigießens hatten wir letztes Jahr, jetzt Silvester ging es darum, Böllerverbot. Man könnte auch einfach zum Nachbarn gehen und sagen, pass auf, nichts gegen drei Raketen, aber mit zwei Armen kommst du mir nicht nach Hause, weil es ist mir zu viel hier auf gute Nachbarschaft. Warum ist es bei uns verloren gegangen, zu vertrauen darauf, dass die einzelnen Probleme miteinander lösen können? Warum setzen wir immer nur auf Staat und Verbote, auf moralisch erhobenen Zeigefinger? Oder ist das gar nicht so? Ich dachte, wir wären auf der Zielgeraden. Jetzt machen Sie das große Fass auf, warum das so ist. Ich glaube, über das Warum haben wir in vielem heute auch schon gesprochen. Ich würde vielmehr tatsächlich die Handlung daraus ableiten. Dann würde ich sagen, das, was Sie vorhin gestellt haben, habe ich gerade gelernt, was eine Suggestivfrage ist. Wenn die bürgerlichen Kräfte der Gesellschaft, die sich insbesondere bei den Liberalen politisch niederschlagen oder auch bei der Partei, von der Sie freundlicherweise darauf hingewiesen haben, dass ich hier angehöre, wenn wir das in diesen Parteien wieder stärker machen und wenn im Übrigen auch der liberale Geist, den es ja zum Beispiel auch bei den Grünen gibt, wieder stärker wird, ich glaube, dann hätten wir auch politische Ansätze, Dinge zu regeln. Insofern würde ich sagen, dieser liberale Geist, der den Individuen etwas zutraut, das würde ich mitnehmen als Handlungsanweisung, den in unserer Gesellschaft und in den politischen Parteien wieder stärker zu machen. Das ist der politischen Anstrengung von allen Seiten wert. Ich würde sagen, es gibt eine extreme neue Lust an Unmündigkeit. Also Sie alle kennen bestimmt die berühmteste oder einen der berühmtesten deutschen aufklärerischen Sätze von Kant, was Aufklärung ist, der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und ich glaube, wir sind gerade in einem Zeitalter, in dem wir mit Wonne in selbstverschuldete neue Unmündigkeit hineinrennen. Und das buchstabiert sich nicht nur mit der neuen Lust am Verbotenbekommen in der Politik aus, sondern dieses Gerät, was vorhin so freundlich dazwischen geklingelt hat, das spielt natürlich eine nicht unerhebliche Rolle. Glaubt einer von uns ernsthaft, dass es einen Aristoteles oder einen Erasmus von Rotterdam oder einen John Stuart Mill gegeben hätte, der mit 47 Apps auf seinem Mobilfon sich von morgens bis abends vorschreiben lässt, ob er schon genug Schritte gemacht hat, ob er seine Kalorien gezählt hat, das ist ja ein viel größeres Problem, weil da hängt nämlich das zweite Megathema, die Digitalisierung mit dem, was wir gesellschaftlich erleben, auf eine ganz andere Weise zusammen. Das, was ich vorhin so salopp eben formulierte als Summe erfolgreich durchgeführter Selbstoptimierungsmaßnahmen, das ist natürlich doch ein unglaubliches Trainingsinstrument, wo es eine große Wonne, da wird uns systematisch unsere eigene Urteilskraft, das eigene Augenmaß selber beurteilen zu können. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, seitdem die Navigationssysteme ultimativ erfolgreich durchmarschiert sind. Freundin erzählte mir neulich, fuhr mit dem Auto, wollte von Berlin nach Hamburg. Dummerweise hat sich das Ding irgendwie umprogrammiert, weil es zwischendurch ein Funkloch gab. Kurz vor Leipzig fängt sie sich an zu wundern.
dass sie möglicherweise nicht ganz, weil plötzlich stand da Hamburg nicht mehr drauf. Ich sagte, Entschuldigung, das meine ich mit selbstverschuldete neue Unmündigkeit. Wenn wir überhaupt nicht mehr dafür sorgen, dass wir uns, bevor wir uns beispielsweise ein solcher scheinbar banaler Vorgang, wie sich in ein Auto zu setzen, um an einen Ort zu fahren, mal vorher sagen, ich gucke mich mal um in der Welt oder auf einer Landkarte in dem Fall, wo fahre ich denn da so ungefähr hin? Sondern wenn ich darauf trainiert bin, nur noch das zu machen, Gerät sagt mir, nächste rechts, in 300 Metern links, ja, da brauchen wir uns doch nicht mehr zu wundern in der Politik, wenn wir Leute haben, die froh sind, wenn sie was verboten bekommen. Ich will jetzt mal was zugunsten der Verbote sagen. Ja. Wow. Weil wir ja unter Liberalen sind und da die andere Meinung auch gehört werden soll. Ich behaupte über insgesamt, dass Kultur das Ergebnis einer schöpferischen Unduldsamkeit ist. Die drückt sich nicht zuletzt darin aus, dass die eigentliche Magna Carta der westlichen Zivilisation, soweit sie aus dem vorderen Orient gekommen war, die 10 Gebote allesamt in Verbotsform formuliert worden sind. Also sie alle diese Du sollst nicht Struktur aufweisen, was den Effekt erzeugt, dass eine Kanalisierung entsteht. Ja. Also, Kultur ist ein Resultat einer Hebelwirkung, wenn man Energien von einer Handlungsweise abzieht und sie auf eine andere überträgt, wird die bevorzugte Handlung verstärkt. Was wir heute beobachten, ist ja etwas ganz anderes. Die 10 Gebote kann man ja vielleicht auf 2 Gebote zusammenziehen, nämlich du sollst nicht auf das eifersüchtig sein, was andere haben. Du sollst aber auch nicht dich so verhalten, dass du andere eifersüchtig machst. Ja, also die Grundfigur, die durch die 10 Gebote hindurchläuft, ist Eifersuchtsmanagement. Und die läuft heute aus dem Ruder, weil es sozusagen ein 11. oder 12. Gebot gegeben hat, welches heute lautet, du sollst dich lassen gelüsten nach alledem, was andere schon haben. Ja. Das heißt, es wird in den klassischen Geboten oder Verboten wird eine Warnung vor der schädlichen Nachahmung ausgesprochen. Und heute wird zur schädlichen Nachahmung aufgefordert. Ich glaube, aus dieser Grundsituation heraus kann man auch dieses neue und voreilige Verbieten, das in der Luft liegt, etwas besser verstehen. Hat auch damit zu tun, dass die heute eine sozusagen präapokalyptische Zeitstimmung da ist. Niemand kann sich vorstellen, dass die Erde noch 100 Jahre weitermachen kann. In diesem Engpassgefühl werden auch perinatale Katastrophengefühle mobilisiert. Das haben amerikanische Sozialpsychologen sehr gut gezeigt. In solchen Durchbruchsfantasien werden auch falsche Beschleunigungen gesucht und die Panik wird als ein Teil einer sinnvollen Politik missinterpretiert. Aber man muss hier sorgfältig sortieren. Es entstehen unangenehme Verhaltensweisen. Es gab ja mal ein Abendessen mit Joschka Fischer, bei dem er
sozusagen wie ein, heute würde man sagen, wie ein Krypto-Veganer. Jeden einzelnen Gang hat zurückgehen lassen, weil ihm aus irgendwelchen Gründen das, was ihm serviert worden war, sich nicht gefallen lassen wollte. Ja. Und das war aber gleichzeitig eine ja, was richtungweisende Form von Unduldsamkeit. Ob sie schöpferisch ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall erweist sie als hochgradig nachahmungsfähig. Und ich glaube, dass alle Moral auf die Warnung vor der Nachahmung des Falschen reduziert werden kann. Andreas Röder, Thea Dorn, Peter Sloterdijk, vielen Dank, dass Sie unsere Gäste waren. Ja, und Sie, meine Damen und Herren, sind jetzt natürlich noch hier eingeladen zu verweilen. Bitte machen Sie es nicht wie Joschka Fischer und bringen Sie die Küche nicht zur Verzweiflung. Beim Eifersuchtsmanagement können wir aber behilflich sein. Wenn man also eifersüchtig ist auf das leere Glas der Nachbarin oder des Nachbarn, das wird gleich gefüllt werden. Bleiben Sie also gerne noch ein bisschen unsere Gäste. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen.